Hallo und herzlich willkommen bei 5 Ideen. Mein Name ist Dave. Schön, dass du am Start bist. In dieser Woche haben wir einen besonderen Schwerpunkt und zwar das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Auf meinem YouTube-Kanal Dave Brüch, genauso wie im 5 Ideen Podcast, haben wir jeden Tag Inhalte zum Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung veröffentlicht. Und heute kommt das große Finale. Es geht um Ruhe, um Meditation und um Hypnose. Ich präsentiere euch 5 Ideen aus dem Buch Entspannt schaffst du alles von Jan Becker. Und wenn du den Deep Dive möchtest, noch tiefer einsteigen möchtest in das Thema der Ruhe, dann lade ich dich ein zum 5 Ideen Podcast. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Show. Yeah. Idee Nummer 1. Gute Laune und Entspannung. Gute Laune hebt Stress auf. Du kannst dich zwar in einer anstrengenden Situation befinden, aber die negativen Symptome von Stress bleiben bei guter Laune aus. Sie sind weg. Wenn der Geist entspannt ist, entspannt sich auch der Körper. Darum rät Jan Becker zu kleinen Übungen im Alltag. Und zwar auf einfachste Art und Weise, damit die Hürde so gering wie möglich ist. Mache die 4-7-11 Atmung, bitte nicht während der Fahrt und nur im Liegen oder Sitzen. Zitat aus dem Buch. Atme tief durch die Nase in den Bauch ein, sodass sich die Bauchdecke wölbt. Zähle dabei langsam im Geiste bis 7. Halte ganz kurz den Atem an. Atme nun wieder tief und langsam aus. Diesmal durch den Mund mit etwas geschürzten Lippen. In etwa so, als wolltest du eine Kerze auspusten. Zähle dabei langsam bis 11. Halte wieder kurz den Atem an. Wiederhole die Übung 4-mal, aber auf keinen Fall öfter. Und lass es erst einmal wirken. Idee Nummer 2. Stress ist nur ein Gedanke. Es ist nicht die Situation, die einen stresst, sondern der Umgang damit. Hier ein Beispiel. Wenn du seit einer Stunde in einer Schlange stehst, beispielsweise für ein begehrtes Ticket, und es drängelt sich jemand vor, wie fühlst du dich dann? Und wenn sich herausstellt, dass der Drängler blind ist und es gar keine Absicht war, wie fühlst du dich dann? Und wenn sich dann herausstellt, dass der Blinde gar nicht blind ist, sondern nur so getan hat, um in der Schlange weiter nach vorne zu kommen, du hättest jetzt vermutlich eine Achterbahn der Gefühle erlebt. Und das alles wegen der gleichen Situation. Jemand hat sich vorgedrängelt. Es ist deine Sicht auf die Situation, die diese Gefühle auslöst. Es spielt sich alles in deinem Kopf ab. Prüfe das nächste Mal, wenn Stress aufkommt, in welcher Situation du dich wirklich befindest oder was für eine Geschichte du dir erzählst. Idee Nummer 3. Ohne Zeit gibt es keinen Stress. Wenn du am Bahnhof stehst und der Zug verspätet ankommt und du somit möglicherweise deinen Anschlussflug verpasst, hast du dann Stress? Wenn ja, warum? Kannst du etwas an der Situation ändern? Wenn ja, dann tu es. Nimm zum Beispiel ein Taxi. Wenn nein, warum bist du dann gestresst? Ist es nicht völlig sinnfrei, gestresst zu sein, wenn du ohnehin nichts daran ändern kannst, wenn du nichts tun kannst? Um Stress zu vermeiden, ist der erste Schritt, das zu erkennen und dir bewusst zu machen. Ich habe getan, was ich konnte, kann im Moment nicht mehr tun. Im zweiten Schritt hilft eine Entspannungsübung. Beispielsweise die aus Idee Nummer 1, die 4-7-11 Atmung. Idee Nummer 4. Der größte Stress ist Langeweile. Ohne Motivation bist du antriebslos und das sorgt für Dauerstress. Langeweile bedeutet nicht unbedingt, nichts zu tun zu haben, sondern etwas zu tun ohne Motivation. Die drei Säulen der Motivation sind nämlich erstens Autonomie, zweitens Können, Meisterschaft und drittens Sinn. Um langfristig Stress zu entgehen, solltest du dir ein Ziel setzen, das für dich erstrebenswert ist und das dann verfolgen. Das Ziel kann beruflicher Natur sein, muss es aber nicht. Du kannst dich auch in einem Verein, in einem gemeinnützigen Projekt oder in der Familie ausleben.
Wichtig ist nur, dass die Ziele die drei genannten Säulen einschließen. Autonomie, Können und Sinn. Idee Nummer 5. Die Macht der Worte. Jedes Wort löst ein Bild im Kopf aus und die Bilder wiederum lösen Gefühle und Emotionen aus. Wie stark unsere Bilder in unseren Köpfen sind, zeigt eine ganz besondere Placebo-Studie aus dem Buch. Ein 26-jähriger Amerikaner war depressiv und nahm sogar Antidepressiva. Als ihn seine Freundin verließ, schluckte der Junge aus Kummer die restlichen 29 Pillen in der Packung. Er wusste, dass die Dosis sein Leben beenden würde. Ein Nachbar brachte ihn noch ins Krankenhaus, aber sie konnten seinen Zustand nicht mehr stabilisieren. Die Ärzte fanden schnell heraus, dass er die Antidepressiva im Rahmen einer Studie bekommen hatte und dass er in der Placebo-Gruppe war. Als der Junge erfuhr, dass er nur Zuckerpillen geschluckt hatte, erholte er sich schlagartig. Die Worte auf dem Beipackzettel und sein Glaube daran hätten ihn fast umgebracht. Denke bei jeder Konversation daran, was du mit negativen Worten anrichten könntest. Ganz besonders bei Kindern. Achte auch darauf, was du dir selbst mit negativen Worten antun kannst. Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und deine eigenen Glaubenssätze sind das Fundament für ein erfolgreiches und entspanntes Leben. Das waren 5 Ideen aus dem Buch Entspannt schaffst du alles von Jan Becker. Ich wünsche mir, dass du persönlich etwas daraus ziehen kannst, dass du dich mehr entspannst, mehr Ruhe gönnst, auch wenn du sonst all in gehst. Du musst diese Ruhe wirklich wahrnehmen. Ich für mich werde es umsetzen. Und wenn du den Deep Dive möchtest, wenn du noch tiefer in das Thema eintauchen möchtest und in das Buch, dann lade ich dich ein zur Behind the Book Folge heute im 5 Ideen Podcast. Ansonsten lausche den Mindset Folgen auf meinem YouTube-Kanal und dem Podcast. Die ganze Woche stand unter dem Schirm des Mindsets. Mach was draus, das nächste Video ist bereits in Arbeit.